So. Was ist denn hier mit diesem Twitter immer? Ich will hier. Moin, Herr Günther, darf ich Sie nochmal. Okay, das ist dienstlich. Also gehe ich da mal kurz auf. Aus und muss dann mal telefonieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge und wie weit ich schon Vorspann gemacht hatte. Aber ich spiele einfach nochmal. Weit genug draußen. Gut, dann. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Also, alle sind bis auf Carsten gut gelaunt. Was hat Carsten denn nun schon wieder? Wehe, er hat ohne Tisch gegessen. Unansehnliche Umgebung. Muss man sich das wirklich anschauen? Welchem Ort bist du denn? Hier drin ist unansehnlich. Ist eindrucksvoll. Carsten, was ist los mit dir? Wo ist Carsten? Ach, in seinem eigenen Zimmer. Das ist eindrucksvoll, Carsten. Was hast du? Verstehe das nicht. Verstehe euch alle nicht. Immer am Meckern. Dabei ist alles so super gut hier. Warte mal, ich muss mal eben die Kamera. Ach so, das ist die falsche Richtung. Gut, okay. Dann muss ich jetzt so. So ist besser. Naja, bin einigermaßen mittig. Ich muss auch nicht immer mitten im Bild sein. Und wenn ich jetzt mich. Okay. Noch weiter dahin, dass man das Mikro im Bild hat. Hier ist das Mikro. Das ist zu weit. Gott, das ist großartiger Content, für den ich hier so perfekt, super, das lassen wir so. Okay, also liegen immer noch die Kartoffeln und verrotten langsam, weil Nussi die nicht reinträgt. Warte mal, lassen wir mal alle die Kartoffeln reintragen. Als Nordfriese kann ich das nicht sehen, wie Kartoffeln verkommen. So. So. Kerstin. Dann darf Nussi den Reis tragen. Nussi ist ja Taoist, da passt das ganz gut. So. Ich weiß nicht, war das rassistisch? Ich hoffe nicht. Was haben wir hier? Bench trägt die Medizin. Bench ist ein Diener. Okay. So,
So, dann Jefim vertrauen wir den Stoff an, der hier vor sich hin schimmelt. Sonst noch irgendwas? Hier sind noch Medizine. So, okay. Siehste, geht doch, wenn alle mit anpacken. Oder wie meine Oma sagte, viele Hände schaffen schnell ein Ende. Und schon können die ganzen Arbeitsrausch, ja. Immer noch hungernde Tiere, was ist denn da schon wieder zu hungern? Warum hungert ihr? Da wachsen doch Pflanzen. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen wieder eine große Hühner-Kill-Party machen. Ah je, alles Hähnchen. Grillhähnchen. So, einen Hahn lassen wir da. Der kann weg. Wir lassen mal die Hennen da. Und ein paar Hähne nur. Was ist das hier? Das ist eine Henne. So. So. Das sind alle. Fertig. Okay. Tut mir leid, liebe Hühner, aber ihr seid zu viele. Verhungern wieder alle. Es sind immer noch so viele. Und das scheiß Nashorn ist hier immer noch untergebracht, aber es ist noch nicht gezähmt. Billardtisch ist fertig, sehr gut. Wir haben so ein bisschen Fortschritt, haben wir hier in der Gegend, ja. Oh. So, neu montieren bei. Können wir einen Schalter einbauen, ne? Jetzt sind die nämlich nicht ans Stromnetz angeschlossen. Haben wir noch... wir haben nicht mehr so allzu viele Bauteile, sehe ich gerade. Wir müssen gucken, dass wir Bauteile kriegen. Ah ja. Die beiden... Ist ja schön, dass sie hier essen, aber die sollten eigentlich auch geschlachtet werden. So. Nein. So, und dann machen wir hier mal Strukturen.
Ist doch nicht unbedingt von großer gesteigerter Wichtigkeit, dass die Wände hier schön sind, aber kann man ja mal machen. So. Jetzt immer noch hungernde Tiere. Oh Gott, der ganze Mais verdirbt. Ah. Shit, daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass da auch noch Mais ist. Tragen von Mais ist selten von Vorteil. Oh, ich habe eine Idee. Wir machen ein neues Gebiet. Nennen das Mais. So. So, Arbeit. Zone. Mais. So, wir haben nämlich eigentlich genug Essen. Und das ist ja auch was, was Hühner essen, nicht? Also können wir hier alle, die nicht in dem Gebiet sind, sollen sich hier mal zum Mais begeben. Damit der nicht verdirbt, sondern der im Zweifelsfall wenigstens von Hühnern gegessen wird. Ich bräuchte aber mal nützlichere Tiere als Hühner jetzt unbedingt. Hühner sind jetzt nicht so toll. So. So. So, die ist ein Kasuar, okay. Der Elefant, die dürfen sich mal ungehindert bewegen hier. So. Jetzt muss sie in seiner Kemenate. Okay. Sag mal. Die sind immer noch das Ungünstige dabei. Jefim, könntest du bitte mal. Und Bench, du das auch. So. Hier sind noch hungernde Tiere, okay. Okay, die Tiere hungern nicht mehr. Sehr gut. Können wir nicht hier noch Gebiet bauen für wenn wir zwar Nahrung haben, aber die ist über und passt nicht in die normalen Lagerräume. So, wie hier zum Beispiel. Vorzugt. Einstellung kopieren. Hier, ja. Einfügen. Und das stellen wir dann nämlich alles auf niedrig. Nehmen die Mahlzeiten weg, weil die Mahlzeiten sollen lieber nur so, niedrig. Und hier auch. Gut. Jetzt können die das Zeug dann im Zweifelsfall dahin noch bringen. Haben wir wieder Steine? Nee, wir haben keine Steine. Scheiße.
So. Loyale Luchse. Calixta, Freibauerin der Fraktion des Zerrüttete Reich, hat ein dringliches Anliegen. Sie möchte, dass du in Neuwaldwald über einen Zeitraum von 11 Tagen um 2 Luchse kümmerst. Die Luchse sind ihre Lieblingshaustiere. Calixta wünscht sich, dass sie die Welt außerhalb ihres königlichen Hofes kennenlernen. Psychischer Sensibilität. Aha. Nee, keine Luchse. Will ich nicht. Will keine Luchse. Oh, das ist durch. Hier, diese beiden. Dazu brauchen wir aber nur den hier, glaube ich. Den können wir abreißen. Und den hier oben können wir auch abreißen. Cool. Den hier unten brauchen wir noch für diese beiden. Und für diese beiden. Aber dann können wir hier bald was machen aus diesem Scheißraum da. Nashorn rächt sich. Oh je, Anunu. Okay. Sehr gut. Okay. Mal gucken. Kratzer, Nashorn, Horn. Kratzer, Nashorn, Horn. Rechter Arm, rechte Schulter. Das sieht nicht so schlimm aus. Mach mir nicht mal den Elefanten kaputt. Eieiei. Elefant gegen Nashorn. Wer hätte das heute noch erwartet? Kann da irgendeiner helfen? Ist irgendeiner in der Nähe gerade? Markus! Oh, zu spät. Ja, aber Markus, du kannst mir das Nashorn in den Kühlraum tragen, bevor es verdirbt. Wie geht's dem Elefanten tot in 12 Stunden? Das geht natürlich auch nicht. Behandeln von volle Kanne. So. Ja, da heilen wir dieses Nashorn, ja, und geben ihm einen Platz in unserem wunderbaren Stall. Und was, wie dankt ist es uns, dass es uns angreift, ja. Cool, Elefant überlebt, sehr gut. So, wir brauchen jemanden, der hier nur die scheiß Steine macht. So. Cool. Damit wir hier einen Fußboden reinkriegen. Verrückte Schildkröte! Okay, zum Ort springen. Haben wir eigentlich 19 Minuten erst. Okay. Kommt mir länger vor, weil ich unterbrechen musste für 2,5 Tage. Okay. Brr. Okay.
Jetzt geht ihr natürlich hier rein, wo wir noch keine Killbox haben. Blöde Schildkröte. Kassen! Du hast die Ehre, dich um die verrückte Schildkröte zu kümmern. So wird das nichts, Carsten. Ah. Ziel doch mal ein bisschen ordentlich. Nein, stopp, Carsten, die kannst du gleich in die Kühlkammer bringen. Dann gibt es heute Schildkrötensuppe. Wie geht's, Nono? Verarztet, okay, leichter Blutverlust. Alles in Ordnung. Warum ist Fitz schlecht gelaunt? Dunkel, unansehnliche Umgebung, beschädigte Kleidung. Wo bist du denn? Warum? Ja, gut, es ist hier draußen dunkel, da hast du recht. Fitz. Fitz, Fitz, Fitz. Okay. Sandsteinblöcke, okay. Böden. Feine Fliese aus Sandstein. Das ist alles, was wir uns leisten können. Toll. Ui. Hebt das den Schönheitswert des Raums fast eindrucksvoll, obwohl es keinen Fußboden hat, bis auf diese drei Fliesen. Fast. Nein! Scheibenhonig! Was ist hier passiert? Oh, 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 hier ist ein Feuer. Okay, das ist natürlich nicht da, wo es uns schadet, besonders groß, sondern draußen. Das ist also nicht so schlimm. Haben wir hier noch... Oh ja, super. Da wir überall diese geothermalen haben, hat das noch nicht mal die Stromzufuhr unterbrochen von den Dingens. Ja. Cool. Alles wieder repariert. Sehr gut. Sehr nah an Lucys Raum ist es explodiert. Ja, Carsten, Teppiche! Wir brauchen dich! Ah ne, Teppiche erfinden wir noch gar nicht, ne? Wir erfinden erstmal Kakao. Hm. Teppich kommt danach. Oh, jetzt muss er essen. Immer will er essen. Jo. Inspirierte Rekrutierung Kerstin. Wir haben leider keine Gefangenen. Insofern bringt uns das erstmal nichts. Wie geht's, volle Kanne? Auch ganz okay. Nussi, was ist los mit dir? Nussi soll man nicht bauen, sondern er soll bitte auf die Felder gehen. Feld- und Waldarbeit, ja, genau. Weil einer muss es machen, hier wächst überall nichts.
Oh, mein Asthma kommt wieder durch. Nanu? Ist der Fußboden? Nee, immer noch nicht. Oder? Können wir hier Fußboden bauen? Nein. Haben wir irgendjemanden, der irgendwas Gezwungenes anhat? Nee. Sehr gut. Dann Teppiche. Mitch guckt fern. Können wir jetzt nicht eigentlich auch die Super-Duper-Mahlzeiten machen? Versuchen wir mal die Super-Duper-Mahlzeiten. So, ist doch für immer, ne? Wiederhole für immer. So. Mal gucken. Cool. Das macht die Leute zufriedener. Das ist dann noch bessere Arbeit mit, also noch bessere Mahlzeit mit Eiern, denke ich, oder keine Ahnung. Mit richtig so Rezepten und Soße und Gewürz. Ja, ist so ein richtig schickes Gefängnis geworden jetzt, wo das... Eindrucksvoll, sehr gut. Jetzt, wo das hier trockengelegt wurde. Wir könnten vielleicht mal den Tisch hier hinstellen. Dann passt vielleicht noch ein zweites Bett rein. Beziehungsweise ein drittes Bett, da sind ja schon zwei. So. Wenn wir den hier reinpacken, können wir vielleicht sogar noch ein viertes Bett reinpressen. Dann wird es wahrscheinlich wieder zu voll hier. Können wir den umbauen? Nee, müssen wir ganz abreißen. Dann würde ich den hier hinbauen. Können wir jetzt hier Fußboden bauen? Sieht ein bisschen so aus, als könnten wir hier jetzt Fußboden bauen. Ja, aber hier immer noch nicht. Wie sieht es hier unten aus? Oh, einen noch. Okay. Hier unten ist aber alles fertig. Also diesen Raum könnte ich jetzt fertig machen, scheinbar. Aha. So. Jetzt könnt ihr mal alle wieder dahin gehen, wo Tiere so hingehen. Bis auf den Elefanten, der kommt immer mit. Und das Wildschwein, das kann auch immer mit. So. Das sind die Tiere, die im Kampf nützlich sind.
So, sehr gut. Immer noch viel zu viele Junghennen und Junghähne und Junge, 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 Junge. Was für eine Karawane. Na, gleich haben wir Teppiche. Und wir haben jede Menge Textil. Das heißt, wir können diesen Raum hier komplett verteppichen. Und dann da Pokerzimmer reinbauen und cooles Esszimmer draus machen und so. So, ja, siehst du, Teppich herstellen. Dann haben wir jetzt Langbögen. Dann haben wir die ganzen alten Techniken fertig. So, wie viel Sandsteinboden können wir denn jetzt hier reintun? So viel. Irgendwie gefällt mir dieser Durchgang hier nicht. Die müssen immer durch zwei Türen gehen. Haben wir schon... Nee, automatische Türen haben wir noch nicht. Naja. Eindrucksvoll. Super. Okay, das ist jetzt, wo unser Esszimmer eindrucksvoll ist. Mit dem Achtel an Fußboden. Ist es ein prima Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen. Und darum kann ich euch nur wieder raten, drückt diese Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Und abonniert diesen Kanal, was ihr machen müsst, damit ihr diese Glocke drücken könnt. Und macht einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Ja, weil YouTuber das sagen müssen. Und dieser Stream wurde gesponsert von Nord Stream 2. Nein, stimmt nicht. Okay, bis zum nächsten Mal.